Mein Name ist Cornelia Strunz. Ich bin Fachärztin für Chirurgie und habe hier in Berlin Medizin studiert, war viele Jahre in einem anderen Krankenhaus tätig und bin seit Sommer 2013 hier im Krankenhaus Waldfriede in der Abteilung für Darm- und Beckenbodenchirurgie. In dieser Abteilung ist das Desert Flower Center integriert. Und im Desert Flower Center bin ich Oberärztin und die ärztliche Koordinatorin und leite die Sprechstunde. Wir behandeln hier seit September 2013 Frauen, die an den Folgen weiblicher Genitalverstümmelung leiden. Und wir haben im September 2013 gemeinsam mit Boris Dirie und ihrer Stiftung, der Desert Flower Foundation, das weltweit erste Zentrum eröffnet, um eine ganzheitliche medizinische Versorgung anzubieten. Darunter fallen nicht nur operative Eingriffe, sondern auch psychotherapeutische Unterstützung. Wir bieten zum Beispiel auch eine Selbsthilfegruppe an, um mit den genitalverstümmelten Frauen einmal im Monat über das Thema zu reden und ja, ihre Ängste und ihre Sorgen zu besprechen. Also ich bin hier in Berlin geboren und bin in einer typischen Arztfamilie groß geworden und habe nach meinem Abitur dann entschieden, dass ich Medizin studiere, was ich hier auch in Berlin getan habe und habe dann mit dem AIP angefangen hier in Berlin in einem anderen Krankenhaus, wo ich 15 Jahre lang gearbeitet habe und habe hier im Krankenhaus Waldfriede im Sommer 2013 meine Tätigkeit aufgenommen. Und mein Chef, Herr Dr. Scherer, hat mich damals gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, im Desert Flower Center die ärztliche Koordination und die Sprechstunde zu leiten. Und dem habe ich damals zugestimmt und seit 4 Jahren, seit der Eröffnung des Desert Flower Centers, kümmere ich mich vorwiegend um diese Arbeit dort. Ich bin ja Chirurgin und unser Arbeitstag beginnt sehr früh. Morgens um 7:30 Uhr ist die normale Frühbesprechung mit allen ärztlichen Kollegen gemeinsam. Danach haben wir dann unsere Visite auf der Intensivstation und unsere Röntgenbesprechung. Um kurz nach 8 Uhr startet der Operationssaal und wahlweise halt die Visite auf der Station, je nachdem, was man an dem Tag macht. Anschließend werden die Patienten natürlich untersucht auf der Station und entlassen. Neue Patienten werden aufgenommen. Also ein relativ gemischter Tagesablauf. Und im Desert Flower Center biete ich immer am Freitag zum Beispiel die Sprechstunde an. Und dort fällt natürlich tagtäglich Arbeit an, die ich dann tue. Also dadurch, dass ich mich jetzt doch sehr spezialisiert habe auf die Behandlung und Betreuung der genitalverstümmelten Frauen, muss ich sagen, dass sich mein ärztliches Dasein, meine ärztliche Tätigkeit unglaublich verändert hat. Also gerade jetzt in den 4 Jahren, seit 11. September 2013, seitdem wir das Desert Flower Center eröffnet haben, hat sich wirklich mein Beruf unglaublich verändert, weil ich vor dieser Tätigkeit nie mit genitalverstümmelten Frauen zu tun hatte. Gute Arbeit ist für mich, wenn man merkt, dass man den Patienten helfen konnte und dass sie zufrieden aus dem Krankenhaus entlassen werden. Sei es, dass es die Patienten sind in der Darm- und Beckenbodenchirurgie oder aber die Frauen, die wir im Desert Flower Center behandeln. Ich bin ja in beiden Gebieten tätig. Aber es macht mir als Ärztin Freude zu sehen, dass man die Patienten gesund entlassen kann. Oder aber natürlich die genitalverstümmelten Frauen, dass wir die operieren konnten und dass sie danach weniger Beschwerden haben und mich glücklich und dankbar in ihre Arme schließen, zum Beispiel nach der Operation. Das ist was ganz Besonderes. Also ich würde meine jüngere Schwester Julia Kethner vorschlagen. Sie ist Kinderärztin und war nach dem Abitur eine Weile in Fortaleza, das ist in Brasilien, und hat nach ihrer Rückkehr nach Berlin die Kinderhilfe Fortaleza ins Leben gerufen, um Kindern dort, die in den Armutsvierteln leben, eine Schulausbildung und medizinische Versorgung zu gewährleisten.